Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Beweisen wir zuerst die Formel für n gleich 1. Links vom Ist-Zeichen haben wir die Summe von 3 hoch 1 bis 3 hoch 1, also 3 hoch 1. Und rechts vom Ist-Zeichen haben wir den Bruch 3 mal 3 hoch 1 minus 1 geteilt durch 2, also so. Und diese Formel stimmt dann und genau dann, wenn diese 3 gleich ist zu 3 mal 2 halbe, das heißt 3. Also die Formel stimmt dann und genau dann, wenn 3 dasselbe ist wie 3, was offensichtlich korrekt ist. Somit ist die Formel für n gleich 1 bewiesen. Wir nehmen an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Das heißt, wir schreiben diese Formel ab, indem wir n da und da durch k ersetzen, ist gemacht. Und anhand dieser Induktionshypothese werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmt für n gleich k plus 1. Was also bedeutet, diese Summe von Dreierpotenzen bis 3 hoch k plus 1 ist dasselbe wie 3 mal 3 hoch k plus 1 minus 1 geteilt durch 2. Wir sollen also hier beweisen, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist. Dazu sehen wir diese Summe wie folgt. Wir sehen zuerst die k ersten Potenzen von 3, die hier addiert werden. Und durch die Induktionshypothese wissen wir, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist. Also können wir diese Summe durch diesen Bruch ersetzen und hintendran bleibt dann noch dieser Term 3 hoch k plus 1. Also so. Diese zwei Brüche machen wir gleichnamig und diese 3 verteilen wir. 3 mal 3 hoch k, das macht 3 hoch k plus 1. 3 mal minus 1, das macht minus 3. Hier setzen wir auf 2, also haben wir 2 mal 3 hoch k plus 1 geteilt durch 2. So. Wir haben hier den gemeinsamen Nenner gesetzt, damit wir die zwei Brüche leicht addieren können, indem wir die Zähler addieren. Im Zähler steht 2 mal 3 hoch k plus 1 plus 1 mal 3 hoch k plus 1. Das macht 3 mal 3 hoch k plus 1 und dann bleibt da noch diese minus 3. In dieser Differenz können wir noch 3 ausklammern
Und somit finden wir zwischen Klammern effektiv das, was wir finden sollten. Diese Formel ist also gültig für jede beliebige natürliche Zahl n.